Es geht wieder weiter in der Dungeon. Ich habe keine Lust mehr. Das war jetzt eben gerade schon ein richtig brutaler Kampf. Sollen wir hier lang? Nein. Wir gehen da hinten lang. Wenn die da schon zu dritt stehen, dann muss das ja irgendwas zu bedeuten haben. Wir passieren. Da kommt jetzt wieder so ein komischer Imp. Ein komischer Imp. Sie ist hier irgendwo. Nun zeig dich schon. Beruhig dich. So. Ich sehe gerade. Hallo? So, ja. Ein bisschen Magie brauchen wir wieder. Komm. So, wir machen hier mal. Das mischen wir mit dem hier und machen daraus so einen Stopp. Ja, warum nicht? Warum nicht? So. Das Inventar. Das können wir. Ich will das ausrüsten. Ach so. Viereck. So. Fluchfeuer. Komm. Wir hauen mal heute richtig auf den Putz. Aber das Wasser sieht geil aus. Immer noch so ein grafisches Highlight, das Spiel. Auf jeden Fall. Auch die Story mega geil. Warum sind wir so langsam? Wegen der Steilheit, wegen der geilen Steilheit hier im Game. Ah, wahrscheinlich. So. Lass mal wieder passieren. Wir nähern uns dem Ziel. So. Oh. Noch so ein Ding. Es gibt also mehr davon. Keine Chance. Tür ist verriegelt. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Okay. Leichter gesagt als getan. Fragt sich nur, wo wir den finden. Yep. Wahrscheinlich an unserem Ziel. Vielleicht von dieser komischen Schlange. Mal schauen. Mal schauen. Ist jetzt natürlich wieder nur Theorie. Aber mal. Wieso? Mir hat sie nichts getan. Naga. Prompto ist dein Kind. Bitte, was? Und du würdest dein Kind angreifen? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Scheiße, ich brenne. Natürlich. Hallo? Ich bin ein fucking Frosch. Ist das dein Ernst? Na super. Na super. Ein Frosch? Ja. Wehe, dir fällt jetzt ein neues Rezept ein. So, ich muss hier kurz mal weg und mich wieder sammeln. Prompto. Deine Chance, Prompto. Nice! Wie, du verwandelst mich nochmal in einen Frosch. Das war voll unangenehm. So, nochmal Durchschuss. Da ist dieser Nebel wieder. Musik. Oh. So langsam geht ihr auf dem Zahnfleisch. Beenden wir's. Zeigt keine Gnade. Ja! Verbrennt Naga! Nein! Boah, fuck, das war knapp.
Sie ist weg. Was war das denn? Keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Hoffentlich treffen wir nicht noch ihr Kind. Was zu sehen von dem Stein? Sind sicher bald raus hier. Kopf hoch. Oh Mann. Moment, hier waren wir doch... Mist. Alter, dieses Vieh. Und warum würde sie ihr Kind angreifen? Vielleicht, weil ihr Kind die größere Bestie ist? Nur so eine Theorie, die sich hoffentlich nicht bewährt gleich, wenn wir da ums Eck kommen. Boah. Grammatik. Endlich haben wir ihn gefunden. Ein Glück. Nord, dein Auftritt. Berühren. Wehe, das lohnt sich jetzt nicht. Siegel des Donnergottes. Ist das der Schlüssel? Und es ist plötzlich das dunkel. Ist also die Kraft des Donnergottes. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Noctis hat das Siegel des Donnergottes, ein Zeichen von Ramus' Segen, erhalten. Nein, ich will erstmal wissen, war das jetzt der Schlüssel? Vielleicht finden wir ja noch was hier. Ja, eine Schlangenhaut oder so. Darauf kann ich verzichten. Prompto ist nicht der Fan von Schlangenhaut. So, kriegen wir damit? Natürlich nicht. Wir brauchen den Schlüssel. Vielleicht vorhin, da war ja diese Gabelung. Da sind wir die eine Richtung nicht gegangen. Lass uns mal zurücklaufen. Vielleicht gab es da doch noch den Schlüssel zu finden. Ich weiß es nicht. Alles nur Theorie. Ob es in der Praxis genauso aussieht, man weiß es natürlich nicht. So. Obwohl ich Dungeons hasse, aber wir können auch nicht einfach so zum Eingang wieder zurückkehren. So, hier sind wir hergekommen, ne? Dann gibt es... Oh, es gibt mehrere Wege. Mal schauen. Mist, eine entwertete Banknote. War keine Absicht. Entschuldigung. Aus meinen Augen. So, wir müssen eh in die Richtung. Aua. Nein, Mann. Nicht mit zusammenreißen bei so komischen Imps. So. Vielleicht finden wir da hinten was. Na, schon wieder eine Sackgasse. Das gibt's doch nicht. Oh, das sieht kostbar aus. Könnten Klaus wir verkaufen. Aber immer noch kein Schlüssel. Ist der Schlüssel vielleicht gar nicht hier drin? Das wäre voll blöd. So, warte. Da hinten vielleicht? Nee, da ist nichts. So, nochmal die ganze Höhle durchforsten. Mann. Da vielleicht? Titanreif? Nein. Obwohl, wenn wir schon dabei sind. Ausrüstung hier. Ausdauerboost. Wir haben ja mittlerweile viele neue Sachen.
Komm, wir machen mal hier den hier. Und so ein bisschen mehr LP-Zeug. Kann ja auch nicht schaden, ne? So. Und, ach, guck mal. Königswaffen können wir ja noch mal wieder neu ausprobieren. Hier. Da hätten wir Schwerter des Wandernden. Die Schwerter eines Königs, der es liebte zu reisen, um mehr über sein Reich und sein Volk zu erfahren. Zusammen liefern sie schnelle Angriffe, einzelne schwere Angriffe. Okay. Und hier hätten wir Schwert des Mystikers, das Langschwert eines Königs, der mit der Kanagi die Welt beschützte. Nach bestimmten Angriffen verleibt sein Träger in Bereitschaft. Wir probieren das mal. Einfach mal was Neues ausprobieren, ist ja auch immer was Schönes. Maschinerie? Nee, komm. So. Komm, Feuer. Das schadet ja nur den Gegnern. Deswegen kann man das ja mal machen. Oh, schönes Schwert. Auf jeden Fall ein schönes Schwert. Ich hätte gedacht, dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden. Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen. Aber das? Das toppt natürlich nochmal alles. So, da hinten vielleicht? Nee. Dann eben hier hinten. Es wird wieder enger. So. Aber wo ist der Schlüssel? Schade. Also ich will jetzt natürlich nicht Ewigkeiten hier suchen. Aber ich will... Ah, Mann. Ich will aber auch natürlich die Tür aufkriegen. Aber vielleicht ist der Schlüssel gar nicht hier. Wie rückt denn der da durch? Ha. Und was ist, wenn Nockt alle Kräfte gesammelt hat? Was machen wir dann? Hier geht's nicht weiter. Magieflakon. Ich hätte jetzt gerne die Antwort gehört von Ignis. Weil der hat ja immer den Plan. Na komm. Nimm's mir nicht übel. Du bist ja richtig in Fahrt. Also dann. Was hast du noch mit links? Weiter. Da ist auch nochmal ein Item. Verrostetes Metallstück. Ach, da hinten. Habe ich schon gefragt, woher das kommt. Na los, schmeiß es doch. Mann. Schmeißen. Schmeiß es doch. Augen auf. War keine Absicht. Hä? Ach so, das ist keine Arena mehr da hinten. Ja, ja, komm. Steh auf. Ha, dieses Kompendium. Vorwärts. Ja. So verbrenne. Dann wollen wir mal weiter. So, hier vielleicht ein Schlüssel. Mist. Wir finden einfach keinen Schlüssel. Warte, war hier oben vielleicht? Nein. Wir sind aber fast wieder am Ausgang. Wir brauchen einen Schlüssel. Ah. So, naja, immerhin trainieren wir mal wieder, ohne irgendeine Sidequest zu machen. Ist auch schön.
Ja. So, der lebt ja noch. So. Da. Hey, aufsammeln. Aufsammeln. Aufheben. Orakel. So, wieder den hier. Wieder ganz cool markieren. Okay, dem geht's gar nicht gut. Komm. Knall ihn ab. Weg mit denen. Steh auf. Wir sind ja gleich wieder draußen, Kinder. Hey, passieren. So, ja, das haben wir ja gleich wieder geschafft. Wir sind ja gleich wieder an der frischen Luft, dann könnt ihr gut durchatmen. Aber immer noch kein Schlüssel. Mann. Hey. Und es geht wieder durch. Wir dürfen gleich wieder draußen sein, ne? So, schön langsam und ruhig. Langsam und ruhig. So, gleich sind wir draußen. Eieiei, langer Gang. Kam mir gar nicht so lang vor. Da ist wieder ein Item, aber... Versteinerte Muschel. Ja, komm, jetzt sind wir jetzt auch fast wieder draußen und haben nichts gefunden. Also hier Schlüsselmäßiges. Naja, vielleicht finden wir irgendwann später im Laufe der Geschichte nochmal was. Und dann geht's wieder königswaffenmäßig voll voran. So, wir sind an der frischen Luft. Schön. Hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Noct. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis, der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja, in einer Niflheimer Basis. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Im Trainingssaal gibt es eine spezielle Sektion zu den Königswaffen. Lerne dort wie ein König zu kämpfen und setze dein Wissen gegen das Imperium ein. Öffne das Pausenmenü mit Options und wechsle von dort zum Trainingssaal. Das wissen wir ja schon. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Eine gute Theorie und ich würde sagen, hier machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Bis.